Danach hörte ich etwas wie eine laute Stimme einer zahlreichen Menge im Himmel sprechen. Halleluja! Die Rettung und der Ruhm und die Macht unseres Gottes, weil wahr und gerecht seine Urteile, weil er gerichtet hat die Hure, die Große, die verdorben hat die Erde mit ihrer Hurerei und gerecht hat das Blut seiner Knechte aus ihrer Hand. Und zum zweiten Mal haben sie gesagt, Halleluja. Und ihr Rauch steigt auf in die Zeitalter der Zeitalter hinein. Und es fielen nieder die Älteren, die 24 und die vier Lebewesen und huldigten Gott, dem Sitzenden auf dem Thron, sprechend, Amen, Halleluja. Und eine Stimme kam weg vom Thron heraus, sprechend, lobt unseren Gott, alle seine Knechte und die ihn Fürchtenden, die Kleinen und die Großen. Und ich hörte etwas wie eine Stimme einer zahlreichen Menge und etwas wie eine Stimme vieler Wasser und etwas wie eine Stimme starker Donner sprechend, Halleluja, weil die Königsherrschaft angetreten hat, Herr, der Gott, der Allherrscher. Lasst uns froh sein und jubeln und ihm den Ruhm geben, weil gekommen ist die Hochzeit des Böckleins und seine Frau sich bereit gemacht hat. Und gegeben wurde ihr, damit sie um sich herum legt, feines Leinen, glänzendes, reines. Denn das feine Leinen sind die gerechten Taten der Heiligen. Und er sagt mir, schreib, reich beschenkt die zum Mahl der Hochzeit des Böckleins Gerufenen. Und er sagte mir, diese Worte sind wahre Worte Gottes. Und ich fiel nieder vor seinen Füßen, ihm zu huldigen. Und er sagt mir, gib Acht, dass nicht Mitknecht von dir bin ich und von deinen Geschwistern, die haben die Zeugenschaft Jesu, Gott huldige. Denn die Zeugenschaft Jesu ist der Geist der Prophetie. Und ich sah den Himmel geöffnet und sie empfährt ein weißes und der Sitzende auf ihm treu und wahrhaftig. Und in Gerechtigkeit richtet er und führt Krieg. Seine Augen aber wie eine Flamme eines Feuers und auf seinem Kopf viele Diademe habend einen Namen geschrieben, den weiß niemand, nur er selbst. Und umkleidet mit einem Gewand, getaucht in Blut und genannt ist sein Name, das Wort Gottes. Und die Heere im Himmel fliegen ihm auf weißen Pferden, eingehüllt in feines Leinen, weißes, reines. Und aus seinem Mund kommt heraus ein Langschwert, ein scharfes, damit er mit ihm die Bevölkerungen schlägt. Und er selbst wird sie weiden mit einem eisernen Stab. Und er selbst tritt die Kelter des Weines, des Ingrims, des Zornes Gottes, des Allherrschers. Und er hat auf dem Gewand und auf seinen Schenkeln einen Namen geschrieben. König von Königen und Herr von Herren. Und ich sah einen Engel stehen in der Sonne und er schrie mit lauter Stimme sprechend zu allen Vögeln, die fliegen in der Mitte des Himmels. Hierher, lasst euch zusammenführen zum Mahl Gottes, dem Großen, damit ihr fresst Fleisch von Königen und Fleisch von Tausendschaftsführern und Fleisch von Starken und Fleisch von Pferden und den Sitzenden auf ihnen und Fleisch von allen, sowohl Freien als auch Sklaven und Kleinen und Großen. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und ihre Heere zusammengebracht zu führen, den Krieg mit dem Sitzenden auf dem Pferd und mit seinem Heer. Und bedrängt wurde das Tier und mit ihm der Lügenprophet, der machte die Zeichen vor ihm, mit denen er irreführte, die empfangen haben das Kennzeichen des Tieres und die huldigen seinem Bild. Lebend wurden geworfen die zwei in den See des Feuers, der brennt in Schwefel.
Und die übrigen wurden getötet mit dem Langschwert des Sitzenden auf dem Pferd, das herauskommt aus seinem Mund. Und alle Vögel wurden gesättigt von ihrem Fleisch. Und ich sah einen Engel herabsteigen aus dem Himmel, haben den Schlüssel des Abgrunds und eine große Kette auf seiner Hand. Und er bezwang den Drachen, die Schlange, die Alte, die ist der Zerwerfer und der Satan. Und er fesselte ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und schloss ab und setzte ein Siegel auf ihn, damit er nicht mehr irreführe die Bevölkerungen, bis vollendet werden die 1000 Jahre. Danach muss er gelöst werden, kurze Zeit. Und ich sah Throne, und sie setzten sich auf sie, und Gericht wurde ihnen gegeben. Und die Seelen der Enthaupteten wegen der Zeugenschaft Jesu und wegen des Wortes Gottes und diejenigen, die nicht verehrt hatten das Tier und nicht sein Bild und nicht genommen hatten das Kennzeichen auf die Stirn und auf ihre Hand. Und sie wurden lebendig und traten die Königsherrschaft an mit Christus 1000 Jahre. Die übrigen der Toten wurden nicht lebendig, bis vollendet werden die 1000 Jahre. Dies ist die Auferstehung, die erste. Reich beschenkt und heilig, der Teil hat an der Auferstehung der ersten. Über diese hat der zweite Tod nicht Vollmacht, sondern sie werden sein Priester Gottes und Christi und werden königlich herrschen mit ihm die 1000 Jahre. Und wenn vollendet sind die 1000 Jahre, wird gelöst werden der Satan aus seinem Gefängnis und wird herauskommen, irre zu führen die Bevölkerungen, die in den 4 Winkeln der Erde, den Gog und den Magog, sie zusammenzuführen in den Krieg, deren Zahl wie der Sand des Meeres. Und sie steigen hinauf auf die Oberfläche der Erde und kreisten ein das Lager der Heiligen und die Stadt, die Geliebte. Und es stieg herab Feuer aus dem Himmel und verschlang sie. Und der Zerwerfer, der sie irreführte, wurde geworfen in den See des Feuers und Schwefels, wo auch das Tier und der Lügenprophet sind. Und sie werden gequält werden Tag und Nacht in die Zeitalter der Zeitalter hinein. Und ich sah einen Thron, einen großen, weißen und den Sitzenden auf ihm, von dessen Antlitz weg die Erde und der Himmel flohen. Und ein Ort wurde nicht gefunden für sie. Und ich sah die Toten, die Großen, die Kleinen, stehen vor dem Thron. Und Bücher wurden geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, welches das des Lebens ist, und gerichtet wurden die Toten aufgrund des Geschriebenen in den Büchern gemäß ihrer Taten. Und es gab das Meer, die Toten, die in ihm, und Thanatos und Hades gaben die Toten, die in ihnen, und gerichtet wurde jeder Einzelne gemäß ihrer Taten. Und Thanatos und Hades wurden geworfen in den See des Feuers. Dieser Tod ist der zweite, der See des Feuers. Und wenn irgendjemand nicht gefunden wurde im Buch des Lebens geschrieben, wurde er geworfen in den See des Feuers.